Hallo, mein Name ist Lisa Hoffmann. Ich bin Annabelle Egner. Ich bin Kim Lambos. Mein Name ist Nicole Meidel. Insgesamt macht man in der Ausbildung 80 bis 120 Stunden an Nächte. Ich mache nur Nächte hier auf Station oder späte Spätdienste, da ich noch im Hospiz hier in Schwäbisch Hall einen zweiten Job habe und kann dann Hospiz und Diakutverein durch die Nächte. Ich bin seit 9 Jahren auf der Bauchchirurgie, Inneren Medizin, Gastroenterologie, jetzt auch ganz neu bei uns dabei, Adipositaschirurgie. Ich mache hauptsächlich Nächte, bin so eine ganz kleine Nachteule. Und ich mache so 4 bis 8 Nächte im Monat, mache das auch total gern. Ich habe jetzt den HRK vom Aufwachraum abgeholt. Der war bei uns wegen einer akuten Appendizitis, wurde jetzt heute operiert. Da müssen wir jetzt regelmäßig die Vitalzeichen kontrollieren, also Blutdruck, Puls, Temperatur. Und nach 6 Stunden kriegt er dann noch die Thromboseprophylaxe. Jetzt richten wir ihm den Schmerztropf. Ja, das ist jetzt Novalgin, 2,5 Gramm. Du nimmst einen Tupfer, gleich abwerfen, nirgends irgendwo hinschmeißen. Dann einmal die Spritze aufmachen. Die Ampulle auch gleich verwerfen. Müssen wir nur noch beschriften, was drin ist. Mhm. Nach einer Übergabe machen wir unseren ersten Durchgang, was heißt, wir gehen in unsere Patientenzimmer rein, schauen uns einmal unsere Patienten an, gucken auf die Vitalzeichen. Wir müssen Patientenkurven neu schreiben. Die Medikamente für die Patienten für den nächsten Tag müssen gerichtet werden. Wichtig ist auch in der Nacht natürlich, dass manchmal eventuell Notfälle entstehen. Dafür brauchen wir gegebenenfalls auch unseren Notfallwagen, der in unserer Notfalleinheit drin ist. Weiterhin müssen wir 3-mal in der Woche die Apotheke bestellen. Dabei werden alle Medikamente durchkontrolliert, ob wir noch genug im Bestand haben. Ansonsten wird nachts das von uns bestellt. Gerade hauptsächlich geht es um Tabletten, es geht um Infusionen, es geht um Trinkerchen, was Zusatzernährung angeht von den Patienten. Und da gucken wir jetzt einfach mal bei den Tabletten durch, was wir bestellen müssen. Aber die Pil 5 noch da. Okay.